Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lahn, heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Und zwar geht es mal wieder um ein Achievement aus den Devs und da finden wir das Achievement einmal unter Tiefen und dann War Within. Und hier haben wir den Erfolg Entdeckung im Nachtsturz-Sanktum und dafür müssen wir Folgendes machen. Findet und öffnet alle robusten Truhen, die im Nachtsturz-Sanktum verborgen sind. Und ja, dort befinden wir uns jetzt einmal schon. Wir sind hier im Heilsturz auf den Koordinaten 34, 46. Dort ist das Delph und... ja, die erste Kiste haben wir direkt am Anfang hier hinten auf den Koordinaten 78, 36. Also hier kommt er rein und dann müsst ihr gleich hier hinten in diesen kleinen Gang. Und da ist die erste, die ich auch schon gelootet habe. Das nächste haben wir dann ein bisschen tricky. Und zwar müssen wir hier einmal runterspringen. Ich habe das jetzt vorher schon mal versucht und habe es verkackt. Jetzt gehen wir mal aus der Katzengestalt raus. Und zwar muss ich hier drauf springen. Ich versuche es jetzt mal mit rückwärts da rein zu backpackeln. Ich glaube, das ist the way to go. Okay, ja, das hat funktioniert. Jetzt sind wir auf diese Blume gelandet. Ich glaube, vorwärts fliegt man zu weit, ne? Deswegen habe ich es jetzt rückwärts gemacht. Okay. Bisschen backpackeln, wie man so schön sagt. Und da haben wir Nummer 2. Also das ist jetzt hier auf den Koordinaten 70, 44. Für die anderen müssen wir jetzt einmal quer rüber. Da bleibt es gleich. Wir können da jetzt unten lang laufen. Oder oben sind so Ballisten, die schießen uns einmal quasi quer über die Fläche hier drüber. Übrigens, was ich gelernt habe, wenn man unsichtbar ist, dann kann man durch die Flächen hier einfach durchlaufen. Dann entdecken die einem auch nicht. Habe ich vorher nicht gewusst. Schau mal, hier haben wir noch so einen kleinen Schatz für ein bisschen extra EP, den nehmen wir auch noch mit. Und dann gucken wir mal, dass wir oben die Kisten noch holen. Also, eine haben wir jetzt anscheinend irgendwo da oben. Da muss ich jetzt mal gucken, da muss ich wahrscheinlich von oben runterspringen, schätze ich mal, dass ich da hinkomme. Von hier werde ich nicht rüberkommen. Ah ja, da muss ich von hier oben rüberspringen. Okay. Dann begeben wir uns mal hoch. Und die andere haben wir hier hinten drin. Ich vermute mal, an die müssten wir relativ easy rankommen. Die schwere wird jetzt die sein, wo wir von dem Schiff da runterspringen müssen. Übrigens, wenn ihr euch fragt, was das für ein Addon ist, das ich hier auf der Map angezeigt kriege, das ist Handy Notes und Handy Notes War Within. Also die beiden Sachen braucht ihr, dann könnt ihr euch die Kisten auch theoretisch auf der Map anzeigen lassen. So, dann haben wir noch eine Kiste hier liegen. Und zwar auf den Koordinaten 38, 74. Die ist noch, würde ich mal sagen, relativ easy zu holen. Und die letzte ist jetzt die, Anführungszeichen, schwere. Denn da müssen wir hier über dieses Luftschiff einmal darunter jumpen. Jetzt gucken wir mal. Also da komme ich irgendwie schon mal nicht vernünftig rum. Okay, hier müssen wir rum. Dann springen wir jetzt mal hier drauf. Und dann ist das gute Stück hier unten unter dem, ja, unter dem Holzgestell da. So, das looten wir auch. Und die ist jetzt hier bei den Koordinaten 40, 37. Genau, das waren jetzt die 4 Kisten. Damit haben wir auch unser Achievement eingeheimst. Und ja, dann sind wir durch mit einem kleinen Video. Habt ihr voll dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tilla, bis dahin. Ciao.